Lommatscher Pflege, so wird ein Landstrich genannt, der seit alters her ein Begriff für Fruchtbarkeit und sichere Erträge ist. Teilweise gehört dieses Gebiet zum Territorium des Kreises Döbeln. In der Steinzeit begannen Menschen hier mit dem Ackerbau, weil der vorhandene Lehmlösboden ideale Voraussetzungen bot. Ständig entwickelte und veränderte sich diese Kulturlandschaft. In den vergangenen 50 Jahren wandelte sich die Art der Bewirtschaftung grundlegend und die Gefahr der Wassererosion wuchs. Starke Regengüsse spülen den fruchtbaren Ackerboden weg, besonders bei Kulturen mit spätem Bestandsschluss wie Zuckerrüben, Mais und Kartoffeln. Fluglose Bodenbearbeitung sowie Mulch- und Direktsaaten, wie hier bei Kartoffeln, sind ein wichtiger Aspekt zur Eindämmung der Wassererosion. Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern und die Erhaltung von Feldrainen ergänzen diese Bemühungen. Natürlich geht es auch weiterhin um stabile Erträge und ein sicheres Einkommen der Bauern. Aber zugleich steht vor den Landwirten die Aufgabe, neben dem Feldbau durch Agrarumweltmaßnahmen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes zu leisten. Ergebnisse dieser Anstrengung sind bereits deutlich sichtbar. Der sächsische Ministerpräsident besuchte die Lommatscher Pflege, um sich zusammen mit ansässigen Landwirten zu informieren, wie durch Agrarumweltmaßnahmen diese sprichwörtliche Fruchtbarkeit für nachfolgende Generationen erhalten werden kann.